Und jetzt willkommen zurück zu Witcher 3, wo wir beim letzten Mal leider Priscilla fast verloren hätten. Schon eine Weile. Und jetzt befinden wir uns in der Kanalisation mit einem Arzt, interessanterweise, und wollen den Mörder aufspüren, indem wir die bisherigen Opfer untersuchen wollen. Schauen wir mal, wie das wird. Probieren wir mal einen anderen Absurd. Probieren wir mal Vivan Absurd. Sehr schön. Nicht so besonders gut von meiner Seite aus. Da müssen wir noch dran arbeiten. Und wohin jetzt? Nach oben? Ja, es ist nicht mehr weit. Priscilla, wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen, aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist ihr klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Ja, ich bezweifle, dass er dass ihm dazu die Motivation fehlen wird. Beiden stehen sich überaus nah. So, tja. Eben noch schon mal, wie hinten was ist. Jetzt schauen wir uns hier weiter an. Nimm die Leiter. Wir sind da. Komm. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Hochwürden Nathaniel Pastodi. Also gut, wir suchen die Leiche eines Zwergs, eines Schnitzers. Eines Schnitzers. Das ist mir, sieht mir nicht besonders zwergisch aus. Den hier haben offenbar Nekrophagen erwischt. Das ist ein Hexenjäger. Aus. Das da hinten auch nicht. Was ist das mal in diesem Raum? Das muss er sein. Ja. Das ist eine Sie. Denk dran, Bärte sind bei Zwergen nicht geschlechtsspezifisch. Ein Zwerg, aber die Hände nicht die eines Schnitzers, eher die eines Bankiers. Spielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel?
Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Untersuchen wir den Mund. Verätzungen, Blasen. Wie bei Priscilla. Sieh da, sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell. Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Bitte was? Dass man das Opfer nicht zu schnell stirbt? Gottes Willen. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Ein Ei, ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich hab mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd, eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Sagt Geralt, der Hexer mit dem eigenartigsten Humor überhaupt? Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Schauen wir mal. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Na schön. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Für mich sieht das eher nach einem Ritualmord aus. Vor allem viele Zusammenhänge mit Feuer und sowas. So Brandwunden, Kohlen in den Augen, dann Salamanderlarven im Bauch. Es war eine Art krankes Ritual. Du hast ja gesehen. Verbrannte Augenhöhlen, ein Hohlraum, wo das Herz sein sollte, ätzende Flüssigkeit.
Alles dreht sich um Wärme, Hitze, Feuer. Ewiges Feuer. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Drake, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen. Dann raus damit, aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Ihr seid alte Freunde? Hubert hat mir die Grundlagen der Medizin beigebracht. Vor langer Zeit. Und nicht sehr erfolgreich. Bestimmte Prinzipien hast du immer noch nicht verinnerlicht. Beispielsweise, dass ein Arzt die Kranken behandelt und nicht die Welt rettet. Du hast dich gar nicht verändert. Ein Kompliment? Nein, eine Tatsache. 30 Jahre. Und kein bisschen verändert. Ja, in der Tat. Ich hatte eher gedacht, er ist irgendwie sein Schüler und nicht andersherum. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Badin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bringen Sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Nathaniel, wer ist das? Ein Halunke, ein Bastard. Wie jedermann, der die Robe des ewigen Feuers trägt. Die meisten sind Halunken, bevor sie die Robe anziehen. Das trifft auch auf Nathaniel zu. Bevor er die Robe trug, war er Folterer. Vor allem auf Frauen spezialisiert. Später hat Hierarch Hemmelfahrt ihn beauftragt, die Leichenhalle zu leiten. Er spricht sich mit der Tempelwache ab, überwacht Einäscherungen, hält Begräbnismessen im Tempel auf der Insel ab und so weiter. Traumberuf. Na gut. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Okay. Ich will dich nicht drängen. Danke. Ich habe nichts zu verbergen. Es ist nur eine alte Wunde. Unverheilt. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. So, dann wollen wir uns mal die Tatorte ansehen. Ups, das ist die falsche Richtung. Ich wollte nicht schon wieder ins Leichenhaus. So. Moment, eins ist hier direkt nebenan. Ist das, wo der Leichensammler ist? Okay. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Zuvor haben Sie Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben,
Einer davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnepfe nannte man die wegen. Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Was meinst du? Hochwürden Nathaniel hat angeordnet, dass sie verbrannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Ich wäre vorsichtig, dass du mich nicht wütend machst. An deiner Stelle. Ich rate dir, mich nicht sauer zu machen. Sonst kannst du das Krematorium selbst besichtigen. Rühr mich an und du hast die Wachen am Arsch, ehe du bis drei zählen kannst. Wegen eines kleinen Scheißers wie dir? Kaum. Die sind schlau. Schlauer als du. Sie kennen Eustachius und wollen mich auf ihrer Seite wissen. Denn alle sterben eines Tages. Und ich bestimme, wo die Leiche landet. Im Grab, im Krematorium oder anderswo. Na gut. So wild bist du aufs Geld? Na schön, hier. Jetzt rede. Was hast du gefunden? Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Geh mir aus den Augen. Geh mir aus den Augen. Sofort. Na gut. Scheiße. Es hinterlassen die Opfer immer irgendeine Spur auf das nächste Opfer. Haben wir bei Priscilla irgendwann gefunden? Ich sterbe. Noch nicht. Diesem Heiler? Ich bin gelaufen. Hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Als er plötzlich auftauchte und mich heilte. Ich hatte als Leprakranker ein gutes Einkommen. Aber im nächsten Augenblick war ich pleite. Ohne Einkommen für mein Leben. Was für ein Pech. Ich wieder raus. Nee, anscheinend nicht. Verdammt. Donnerschlag! Was für ein schlechter. Komm ich da in diese komische Gasse? Vielleicht durch irgendein Haus oder so? Ja, vielleicht? Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein. Langsam. Sonst beißen sie. Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich. Um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Hatte dein Bruder Feinde?
Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Interessant. Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Klar. So. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen. Feuer kann unsere Nahrung zubereiten. Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben. Doch Feuer kann auch versengen, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektion nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich darüber lustig macht, soll sein Leben in den Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen, gute Menschen, oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger, Klingt mir nach genau der Sorte, der Leute umbringen würde in Namen von solchen seltsamen Geschichten. Der Mörder hat was Schweres geschleift, was über den Boden gezogen. Oder von einer Leiche zur anderen. Mehrmals. Ich bin nicht sicher, wie ich es geschafft habe, dass Gerard da zwei Sachen gleichzeitig gemacht hat. Aber irgendwas wurde hier langgezogen. Vielleicht mal ein Blick da reinwerfen. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Noch mehr Blutflecken, aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre, außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Augen. Menschlich. Total verwest. Na, ich vermute Gastaugen. Fabians Augen. Geworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Okay, wir hatten ja an seinen Füßen irgendwie Zeichen gesehen, dass er noch gegen irgendwas gegengetreten ist, wo er gestorben ist. Und was haben wir hier? Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Nichts Interessantes. Okay. Ja? Guss? Ich hab mir deine Statuen angesehen. Und? Lebensecht, findest du nicht? Vor allem die Frauen. Melitheles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja, Fabians Werk. Und ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen. Schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin, bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling.
aber Schluss mit lustig. Mhm. So wie es aussieht, waren die auch davon mitverantwortlich, dass er umgebracht wurde. Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Gut, wir haben genug geredet. Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. Okay, Kuss. Schönen Abend noch. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Okay, ich würde mich aber erstmal noch hier in dem Tatort umsehen. Pass auf, Penner. Novigrad ist nicht dein Revier. Na, Hübscher. Hallo. Hallo. Hast du irgendwas hier gesehen? Nee. Schale. Zu dieser Jahreszeit? Den Geruch der Schwester? Formaldehyd. Ist er das? Woher soll ich das wissen? Beobachtet ihn. Wir werden sehen, was er macht. Was ich mache? Ich mache überhaupt los, nichts. Auf ihn! Oh. Ach, genau. Du verfluchter Bastard! Ich hab doch gar nichts gemacht, Leute. Jetzt kann ich auch wieder die Rolle machen. Bin nicht sicher, warum ich das bei diesem einen Faustkampf nicht konnte. Tötet den Bastard! Schlagt ihn! Tötet ihn! Macht schon, verdammt nochmal! Du bist so gut wie tot! Ja. Komm nur her, kommt. Ich weiß nicht, wieso wir jetzt hier einen Faustkampf machen müssen. Ich hab euch nichts getan. Aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben. Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen könnten. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispel-Lotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das.
Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Mhm. Aber wir haben gerade wieder gehört, dass anscheinend Priscilla auch das ewige Feuer beleidigt hat. Hast du ein Problem? Was sie ein bisschen so Gemeinsamkeit gibt mit dem Herrn Meyer. Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Menschlich. Von Priscilla. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Mhm, noch eine Predigt. Ich nehme die mal mit, einfach damit die nicht mehr an der Wand hängt. Aber gelesen hatten wir das ja schon. Aber wie wir sehen, wir würden diesen Sprung da hoch nicht schaffen. Sehr interessant. Schrecklich blass. Mensch, hast du Angst? Na, was ist? Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Priscilla hat sich gewehrt. Der Angreifer ist zurückgetreten und hat die Feuerschale umgeworfen. Jemand muss etwas gehört haben, vielleicht auch gesehen. Es gab Geschrei. Die Wachen kamen. Der Mörder wurde unterbrochen und hat seine Spuren nicht verwischt. Er konnte nur weglaufen und über die Mauer springen. Die Spur endet dort. Das liest du alles aus einem Haufen Müll und ein paar Abdrücken im Schlamm? Das ist mein Berufsalltag. Übung macht den Meister. Das stimmt. Ich weiß auch immer sofort, ob ein Freier zahlen oder sich drücken will. Dieses Talent fehlt mir noch. Das brauchst du auch unbedingt in deinem Berufsalltag, Gerald. Pass auf dich auf. Und ich muss einen Mörder fangen. Was? Mensch, hast du Angst? Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber mal zurück zum Leichenbeschauer, der anscheinend noch weitere Spuren gefunden hat. Vielleicht kommen wir dem Problem ja näher und fangen es beim nächsten Mal. Ich weiß es noch nicht, wir sehen es beim nächsten Mal dann aber. Bis denn. Tschüss.